So viel Hass und Gewalt in der Welt. Mich macht das fertig. Und viele Konflikte scheinen irgendwie so aussichtslos. Gibt es einen Weg, um Frieden zu finden? Klingt vielleicht verrückt, aber... Wie wär's mit Tanzen? Ich mache meinen Tanz, ich bin super duper drauf. Der Schwester wird gepasst, wenn ein Bruder Bubas raucht. Kein Witz, nach ordentlich Party ist tatsächlich schon mal ein ganz wichtiger Friedensvertrag geschlossen worden. Ob Tanzen wohl auch eine Möglichkeit wäre, heutige Konflikte zu lösen? Schauen wir uns das damals mal genauer an. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts überzog Napoleon Bonaparte mit seinen Truppen fast ganz Europa mit Krieg. Mehr als 15 Jahre waren geprägt von Leid. Völker und Nationen misstrauten einander, waren tief verfeindet. Nur wie kommt man aus so einer Hassspirale raus? Das gelang in Österreich, genauer gesagt in Wien. Napoleon war in der Völkerschlacht von Leipzig unterlegen gewesen und nun sollte hier eine neue Friedensordnung ausgehandelt werden. Die Stadt Wien war für so einen Kongress, wo sich Vertreter bedeutender Mächte trafen, ideal. Sie liegt mitten in Europa und viele Menschen hier sprachen mehrere Sprachen. Die Delegationen aus 200 Staaten und Gemeinschaften konnten sich also gut mit den Einheimischen verständigen. Alte Gemälde zeigen, wie es auf den bis heute erhaltenen Plätzen zuging. Insgesamt 30.000 Menschen besuchten den Kongress. Die Sieger wollten dabei auch gleich die freiheitlichen Gedanken der Französischen Revolution zurückdrängen. In Paris hatte das Volk die Monarchie gestürzt und seine Herrschaft erklärt. Der Schlachtruf: Liberté, Égalité, Fraternité. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dieser Wunsch der Bürger nach mehr Freiheit und Mitbestimmung bedrohte nun auch die Herrschaft anderer adliger Herrscher in ihren prächtigen Schlössern. Napoleon mischte bei dem Wiener Kongress übrigens nicht mehr mit. Er war auf die Insel Elba bei Italien verbannt worden, war also raus aus dem Spiel. Und die Sieger wollten nun die alte Ordnung wiederherstellen und durch eine gerechte Machtverteilung unter den Staaten Frieden sichern. Ein verzwicktes Spiel. Doch sie kennt sich damit aus. Christa Bauer hat ein Buch über den Kongress geschrieben und weiß, was rund um die Hofburg von Kaiser Franz abging. Was war damals hier los? Man müsste eigentlich richtig fragen, was war damals hier nicht los. Im Prinzip war alles hier los, denn das war der Hotspot während des Kongresses. Und das bedeutete unzählige Einladungen, jede Menge Essen, rauschende Feste. In Wien jagte damals ein Ball den nächsten. Bald hieß es, der Kongress tanzt. War das eine neue Methode zu verhandeln? Oder freuten sich die Leute einfach über das Ende der Kriege? Bis heute ist nicht ganz klar, ob ein echter Plan hinter den unzähligen Vergnügungsangeboten stand. Ich mache meinen Tanz, ich bin super duper drauf. Der Schwester wird gepasst, wenn ein Bruder Bubas raucht. Wie wichtig waren denn diese Festivitäten für den Erfolg des Kongresses? Also ich persönlich würde sagen, die waren unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass die auch ganz bewusst zum Beispiel von den Delegierten, also von den Politikern veranstaltet wurden oder gefordert wurden. Denn so konnten die Monarchen sehr gut beschäftigt werden und so konnte man sich sehr gut von den Verhandlungen fernhalten. Hier in den Kaiserappartements war damals der russische Zar Alexander untergebracht. Er war ein streitsüchtiger Mann. Und so waren seine Diplomaten über jeden Tag froh, an dem er mit Essen und Tanzen beschäftigt war und die Gespräche den Profis überließ. Er war der Oberprofi-Verhandler, Diplomatiegenie Fürst Metternich. Er organisierte den Wiener Kongress für seinen Chef, den Kaiser von Österreich. Christa Bauer zeigt mir, wo Metternich oft zu Verhandlungen lud. Die Staatskanzlei, wo er auch wohnte, das heutige Bundeskanzleramt. Stimmt es, dass da auch Ladies im Spiel waren? Von Metternichs Seite mit Sicherheit, dass er seine eigenen Geliebten gerne Spioninnen eingesetzt hat. Mhm. Was ich ganz gut verstehe, ich denke mir, wenn man im Schlafzimmer war, so in lauschiger Stimmung, hat man vielleicht ein bisschen mehr erzählt als bei einer offiziellen Verhandlung. Ja. Mhm. Wie wichtig waren denn Frauen für ihn? Für ihn waren Frauen sehr wichtig. Ich meine, er wird bis heute ein bisschen als der Weiberheld schlechthin dargestellt, aber sein Interesse an Frauen ging wesentlich weiter. Er schätzte auch den Intellekt an einer Frau. Er konnte sie sich ja sogar als Außenminister vorstellen. Ja, das war damals eigentlich ein ziemlicher Skandal fast, wie er mal gemeint hat, also für ihn wäre eine Frau als Außenministerin durchaus vorstellbar. Mhm. Das schon vor 200 Jahren. Ja. Mhm. Am Verhandlungstisch saßen dann aber doch nur Männer. Sogar die Verlierer aus Frankreich waren mit dabei.
Das hatte große Bedeutung. Frankreich wurde so direkt in den Vertragsabschluss einbezogen. Ein intelligenter Spielzug, der neue Konflikte verhindern sollte. Außerdem fanden die meisten Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Geheimdiplomatie, ohne Show. Auch eine Idee von Metternich. Er wollte mit allen Mitteln, dass der Wiener Kongress zu einem echten Gleichgewicht der Mächte in Europa führte. Und damit zu einem stabilen Frieden. Und wie laufen solche Verhandlungen heute ab? Ungefähr 100 Kilometer südlich von Wien liegt die Burg Schleining. Hier werden heute internationale Friedensverhandlungen zum Beispiel im Auftrag der Vereinten Nationen organisiert. Ich bin gespannt, wie Profis an Konflikte rangehen und sie lösen. Auf Burg Schleining sitzt das Austrian Center for Peace. Weltweit vermittelt es zwischen Feinden direkt vor Ort oder aber es lädt alle hierher ein, zu einem Treffen hinter dicken Burgmauern. Die passende Umgebung ist bis heute für Verhandlungen enorm wichtig, erzählt mir Chef Moritz Ehrmann. Der Inhalt der Gespräche wird ja tatsächlich von der Psyche bestimmt. Du kannst ja an eine schwierige Materie konstruktiv oder auch nicht konstruktiv herangehen. Und natürlich versucht man eine Atmosphäre zu schaffen, die möglichst zur Konstruktivität motiviert oder animiert. Das heißt, das spielt eine enorme Rolle. Nur wie beginnt man solche Gespräche zwischen Feinden? Gibt es da Tricks für die erste Begegnung hier auf der Friedensburg? Da lässt man das dann oft tatsächlich zu, dass Leute auch laut werden, emotional werden, um eben das rauszulassen, was da in ihnen steckt und was sie dem anderen schon immer mal an den Kopf werfen wollten. Danach muss es dann aber konstruktiv werden. Dass das geht, hat Moritz Ehrmann bei vielen Konflikten der Welt bewiesen. Im Irak etwa hat er erfolgreich zwischen verfeindeten Schiiten, Sunniten und Jesiden vermittelt. Laufende Projekte des Austrian Center for Peace sind auch im Sudan, in Libyen oder Uganda. Bei den Konfliktlösungsversuchen setzt Moritz Ehrmann, ähnlich wie beim Wiener Kongress, auch auf ein gesellschaftliches Begleitprogramm zum Kennenlernen. Man kommt viel leichter zu Lösungen, wenn man einander kennt, wenn man einander vielleicht als Person schätzt, vielleicht immer noch in der Sache als Gegner, aber zumindest als Person Respekt hat und einander schätzt. So kommt man dann doch zu Lösungen. Es gibt also viel mehr als nur Verhandlungen, um dem Frieden näher zu kommen. Am Ende des Prozesses steht dann oft die große Runde. Zum Beispiel in diesem Saal. Da könnte man auch tanzen. Ich glaube, das ist in unserer derzeitigen Gesellschaft nicht mehr so üblich, dass man auf Veranstaltungen formelle Tänze führt. Noch dazu haben wir quasi Teilnehmer an unseren Formaten, die aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Das heißt, da müsste man sich dann auch einmal auf einen Tanz einigen oder überhaupt diesen Tanz tanzen können. Ich mache meinen Tanz. Also, ich hätte da einen Vorschlag. Mal im Ernst. Dance for Peace. Tanzen für den Frieden. Hat ja schon mal geklappt. Gute Konfliktlösungen auf dem Wiener Kongress wurden gern gefeiert. Doch mitten in die ausgelassene Friedenskonferenz mit wöchentlichen Feuerwerken platzte Napoleon, der aus der Verbannung heraus nochmals die französische Armee mobilisierte. Die alten Feinde England und Preußen schickten ihm ihre Truppen entgegen. Im belgischen Waterloo dann die Entscheidungsschlacht. Napoleon verliert und Waterloo wird zum Inbegriff einer vernichtenden Niederlage. Die adligen Herrscher wollten nun den Zustand vor der Revolution wiederherstellen. Das nennt man Restauration. So, als wenn man ein altes Gebäude restauriert. Zweitens wollten sie ein Gleichgewicht zwischen den Mächten schaffen, damit niemals wieder jemand im Alleingang vorpreschte. Der Zusammenhalt untereinander war ihnen wichtig, auch wenn es dabei gegen ihre eigenen Bürger ging. Neben den Spitzeln der Geheimpolizei setzten die Herrscher zu ihrem Machterhalt auf Soldaten. Ihre Gewehre sollten die Positionen der Fürsten und Könige sichern. Die allein, sagt mir Christa Bauer, nahmen sich das Recht, Europa neu zu ordnen. Das Volk blieb außen vor.
Nach mehr als 8 Monaten Verhandlungen stand dieses Dokument, die Schlussakte des Wiener Kongresses. Sie ist der Vertrag, auf den sich die Herrscher einigten. Wie wegweisend war diese Akte auch für Europa? Ich denke, sie war sehr wegweisend für Europa, denn im Prinzip ging es ja bei diesem Wiener Kongress und somit auch mit dieser Akte darum, ein Gleichgewicht in Europa zu schaffen, ein stabiles politisches Gleichgewicht zu schaffen, vor allem im Hinblick darauf, auch permanenten Frieden zu schaffen und diesen auch so lange wie möglich zu erhalten. Und das hat im Nachgang ja dann auch ganz gut geklappt. Für mehrere Jahrzehnte gab es keine großen Kriege unter den Mächten, die überall hier in Wien verhandelt hatten. Und sogar den Ursprung des heutigen Vereinten Europas sehen Historiker im tanzenden Kongress von damals. Dance for Peace kann klappen, muss aber nicht. Denn jeder Konflikt ist anders und muss auch individuell gelöst werden. Am besten ist natürlich sowieso, es kommt gar nicht erst so weit. Dann hat man auch viel mehr Zeit für die wirklich schönen Dinge des Lebens. Friedlich tanzen zum Beispiel. Ich mache meinen Tanz, ich bin super duper drauf. Meine Schwester wird gepasst.